Was wäre ein guter Film ohne die passende Musik? Die schönsten Filmmusiken standen beim diesjährigen Frühlingskonzert der Blaskapelle Einklang Schermbeck im Mittelpunkt. Von Star Wars über Titanic bis hin zu James Bond wurden verschiedene Stücke auf der Bühne im Rathaus dargeboten. Auf die Ohren gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen dieses Mal wieder. Also wir haben ein sehr bunt gemischtes Programm auf jeden Fall. Es sind bekannte Melodien dabei aus Film und Fernsehen. Also wir haben was von Star Wars, wir haben was aus verschiedenen Hollywood-Filmen. Noch dazu auch ein bisschen ältere Klassiker, Filmklassiker. Aber auch sowas wie Polka, Märsche und so ein bisschen konzertanteres Programm auf jeden Fall. Um die 60 Musiker waren auf der Bühne zu sehen. Neben dem Hauptorchester waren auch wieder das Aufbauorchester, das Jugendorchester und die Let's Play-Gruppe dabei. Die Proben für das Konzert waren sehr intensiv und haben viel Einsatz gefordert. Jede Gruppe probte mindestens einmal die Woche. Darüber hinaus gab es Sonderproben und sogar ein Probewochenende. Der Einsatz wurde mit viel Applaus belohnt. Viele Schermbecker wissen die Darbietung der Blaskapelle zu schätzen und kommen immer wieder gerne. Das Besondere an dem Konzert ist einfach, dass man die Begeisterung der jungen Musiker erfährt, die von ernst bis heiter das einfach toll durchziehen. Und man sieht und merkt auch, mit wie viel Freude sie es machen. Man hört jung, man hört alt, man hört moderne Musik, alte Musik. Ja, das ist natürlich deren Bestreben. Ich glaube, am Ort hier ist eines der besten Musikkapellen. Und vor allen Dingen ist das Heimat, vor allen Dingen. Das gehört dazu, zu Schermbeck. Nachdem in den vergangenen 3 Jahren das Frühjahrskonzert unter dem Motto Almauftrieb stand und im Festzelt der Fokus auf die alpenländische Volksmusik gelegt wurde, kehrte die Blaskapelle in diesem Jahr zu ihren Wurzeln zurück. Also wir hatten früher immer schon ein Frühlingskonzert und ein Frühjahrskonzert, eigentlich alljährlich, das ist eine ganz lange Tradition bei uns gewesen. Und wir haben so ein bisschen überlegt im Vorstand und auch in der Kapelle, was wir weitermachen können. Und wir haben gedacht, jetzt jedes Jahr ein Almauftrieb, das sind vielleicht die Leute auch irgendwann leid. Also haben wir gedacht, wir gehen mal wieder zu unseren Wurzeln zurück, mehr Fokus auf Musik anstatt nur auf Unterhaltung. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses Mal wieder ein Frühjahrskonzert. Auch dem Nachwuchs wurde eine Bühne geboten. Die jungen Musiker zeigten, was sie schon drauf haben. Der rote Faden der Filmmusiken zog sich durch das ganze Programm. Viele Melodien dürften den meisten Zuhörern bekannt vorgekommen sein. Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterten die Musiker auch in diesem Jahr das Publikum. Wir sind gespannt, was sich die Blaskapelle für das Frühjahrskonzert im nächsten Jahr ausdenkt.